Ja, sag einmal, warum bist denn du heute Mittag nicht zum Essen gekommen? Seit 2 Stunden warte ich jetzt auf dich. Na, ich hab da draußen gleich gegessen, da wo ich immer zu tun hab, in der kleinen Wirtschaft ja, da. Warum denn? Bahnunterfall, und da ist man sehr gut, fast tadellos ist na, man da. Na. So gut wie ich koche, wird's bestimmt nicht sein. Doch. Aber jetzt ist es doch 9 Uhr abends. Sag einmal, wo warst du denn in der langen Zwischenzeit? Das möchte ich wissen. Nirgends da. Und da habe ich auf das Mittagessen gewartet. Ja, ist dir denn das nicht zu langweilig geworden? In der Zwischenzeit habe ich mit der Kassierin immer gesprochen. Was? 9 Stunden warst du mit der Kassierin beisammen? Ja, über was habt ihr denn da gesprochen? Na, über das, dass die Semmelknödel so lange nicht kommen. Na okay. So lang wartet doch kein vernünftiger Mensch auf das Mittagessen. Na, da war ja nicht vernünftig. Ich war hungrig. Na, papalapap. Wenn man um 12 Uhr das Essen bestellt und, sagen wir, in einer halben Stunde ist es noch nicht da, dann geht man einfach. Freilich, dann frisst der andere für mich. Das kostet Ding, gell? Ja, und ausgerechnet Semmelknödel hat er sich bestellt, natürlich. Wo doch ich heute auch Semmelknödel gemacht habe. Ja, dieselben. Ach, dieselben. Nein, meiner Sohn. Unsinn. Andere habe ich gemacht. Naja, aber schließlich, Semmelknödel sind Semmelknödel. Dellen. Dellen? Dellen. Was Dellen? Semmelknödeln heißt's. Nein, ich habe gesagt Semmelknödel. Ja, das ist aber falsch. Es heißt warum? Semmelknödeln. Nein, ist nicht wahr. Man sagt schon von jeher Semmelknödel. Ja, zu einem Knödel, aber zu mehreren sagt man Semmelknödeln. Ja, und so wie tät man denn dann zu einem Dutzend Semmelknödel sagen? Auch Semmelknödel. Semmel ist die Einzahl, das musst du Ihnen merken, und Semmeln ist die Mehrzahl. Semmeln, ne? Das sind also mehrere Einzelnen zusammen. Die Semmelknödeln werden aus Semmeln gemacht. Also aus mehreren Semmeln. Du kannst nie aus einer Semmel Semmelknödeln machen. Na, warum nicht? Machen kann man's schon. Ja, machen schon, aber wenn du aus einer Semmel 10 Semmelknödeln machen tätst, dann würden die Semmelknödeln so klein wie Mottenkugeln werden. Dann würde das Wort Semmelknödeln schon stimmen. Weißt du, was aus einer Semmel sind, verstehst? Aber solange die Semmelknödeln aus mehreren Semmeln gemacht werden, sagt man unerbitterlich Semmelknödeln. Ja, du, jetzt hast du es aber auch nicht richtig ausgesprochen. Jetzt hast du nämlich gerade gesagt, Semmelknödeln. Ist recht, Semmelknödeln. Nein. Richtig muss es eigentlich heißen, Semmelknödeln. Die Semmel muss man dabei betonen, weil doch die Knödel aus Semmel gemacht sind. Überhaupt das Wichtigste wäre eigentlich der Knödel. Jetzt komme ich erst drauf. Semmelknödeln müsste es ursprünglich heißen. Nein, das Wichtigste ist das N zwischen Semmel und Knödeln, also Semmelknödeln. Ja, aber wie würdest denn du dann sagen, zum Beispiel bei den Kartoffelknödeln? Auch ein N inzwischen drin, also Kartoffelnknödeln heißt. Unglaublich ist das. Ja, und bei den Schinkenknödeln? Auch dasselbe, nur da ist ein N drin, Schinkenknödeln, ne? Da gibt's immer bei allen Knödeln ist innen das N zwischendrin. Nein, ne? Ich kann da aber auch Knödeln ohne N sagen. Das gibt's nicht. Natürlich, die Leberknödel. Ja, stimmt. Lebernknödeln, das kann man nicht sagen.